Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schauen wir mal Metro 2033 für die Xbox 360. Wir sind angelangt bei Teil 5. Teil 4, ja, Teil 4, wir haben angefangen in Moskau bei dem letzten mehr oder weniger Speicherstand, was wir da gehabt haben. Da war es dann wieder lustig, weil wir haben das Ende dieses Levels erreicht, aber halt eben, da ist wieder katastrophal gewesen, weil wir von einer Meute von, ich glaube, das waren dann schon Schwarze oder waren es von mir aus Mutanten, also von einem komplett großen Rudel sind wir da attackiert worden und gleichzeitig dann auch noch von einem Dämon, urviel Munition verbraten. Das war wieder mal, eben deswegen war es katastrophal. Dann sind wir in einen Schacht reinkommen, also ich und der Bourbon halt eben, und haben uns vorgekämpft zu irgendeiner Art Banditenlager. Dort ist er aber dann gefangen genommen worden und wir haben dann versucht, ihn rauszuholen. Am Anfang habe ich es noch probiert, so gut wie möglich stealthmäßig zu spielen, ist aber nicht lange gut gegangen und da wäre ich dann auch fast hier und da mal abgekragelt. Ich habe ein bisschen die weiteren Waffen ausprobieren können, mal die Wurfmesser und so, und bin dann endlich draufgekommen, oder mir ist dann endlich aufgefallen, dass wir wirklich auch die ganzen Lichter ausschießen können, wenn wir das wollen, oder halt eben kannst du es hinmachen. Das war was, an das habe ich noch nicht so gedacht, weil es noch nicht so oft vorgekommen ist oder wir nicht so oft die Möglichkeit gehabt hätten. Und auch in neueren Spielen ist es oftmals so, dass man Sachen nicht hinmachen kann. Zumindest die meisten Sachen. Deswegen war ich mir jetzt da nicht sicher, ob man es machen kann oder nicht. Hat sich aber herausgestellt, man kann das machen. Gut, auf jeden Fall, das hat ziemlich lang gedauert, diese Sequenz, wo ich da drinnen war in diesem Banditenlager. Wir haben es zwar dann noch geschafft zum Bourbon, haben ihn auch theoretisch befreit, nur er ist dann draufgegangen bei diesem Befreiungsversuch. Und jetzt, da gehen wir gerade mit einem Typen mit, der Khan heißt, weil der einfach sagt von wegen, hey, du kannst mal folgen halt eben, so auf die Art. Viel weiß ich ja noch nicht über den, oder wissen wir ja noch nicht über den, aber schauen wir mal. So. Die haben wir eigentlich gerade erst aufgefrischt. Hier geht nie jemand lang. Weder Leute noch Viecher. Selbst die Ratten bleiben fern. Cool. Aber wir gehen hier lang. Sie wissen, dass wir hier sind. Komm näher an die Rohre und lausche. Bleib nur nicht zu lange. Okay, manche sagen, es sind die Stimmen der Tunnels. Andere halten es für eine Art psychischen Einfluss. Okay. Ja, wahrscheinlich irgend so eine Art. Ich kenne diesen Tunnel und er kennt mich. Gehen wir. Wie so eine Art Giftgas oder halt eben so. Bei LSD gibt es das ja. Und wegen, dass man das, wenn man das falsch irgendwie einnimmt, also falsch einnimmt. Immer nach vorne schauen. Ich glaube nicht, dass man hier das Wort Wehr verwenden kann. Okay, deswegen Ghosts. Ich weiß nicht, habe ich jetzt gerade was berührt? Oder wäre ich dann schon hin? Konzentrieren. Da ist eine Waffe. Ah, okay. Wer ist gerade gestorben? Weil ich die Silhouette. Warte, ich bin wirklich gestorben. Okay, also. Vorsichtig, es ist ein gefährlicher Tunnel. Bitte lass dein Licht an, mein Freund. Sonst bleiben wir vielleicht für immer hier. Gut, also die haben nichts, so wie es ausschaut. Immer nach vorne schauen. Ja. Ich glaube nicht, dass wir
Okay, schreist du jetzt da? Aha. Okay, na warte mal. Konzentrier. Gehen wir. Ist das mein Jedi-Meister, oder? Das, was ich zuerst gemeint habe wegen dem LSD, da meine ich einfach das, jetzt nicht, dass ich es ausprobiert hätte oder was, sondern einfach, wenn man... Zur Seite, Artyom! Ein Geisterzug! Yeah! Wie bei Asterix und Obelix. Asterix und Obelix erobert Rom, ne? Das. Der Tunnel. Durchlebt seine Vergangenheit wieder und wieder. Und jene, die das Unglück haben, hier entlang zu kommen, schließen sich dieser Vergangenheit an. Also da habe ich schon Dokumentation gesehen, wenn man LSD quasi einnimmt, nicht absichtlich, sondern eben unabsichtlich, weil es irgendjemand ins Wasser haut oder sonst irgendwas, und man weiß das nicht, und dann kriegt man Halluzinationen, dann glaubt man, dass man halt eben geistig krank wird oder ist. So, jetzt wenn ich darüber gehen würde, okay, na, ich folge ihm einfach mal so gut wie möglich. Deswegen könnte ich mir das erklären mit den ganzen Wahnvorstellungen da, die man hat, aber dass man halt eben eine berührt und dann selber hin ist, das wäre halt ein bisschen, also es kann nicht das sein. Nach vorne schauen. Hier gab es vor langer Zeit eine Schlacht. Die Verteidiger sind noch da. Oh, da sind sie. Folge mir, aber bleib hinter mir. Ja, ich bin hinter dir. Castone lapio asterio manto. Castone lapio asterio manto. Alom rom om. Alom rom om. Castone lapio asterio manto. Castone lapio asterium alom rom om alom rom. Das sollte besser ein Geheimnis bleiben. Das ist persönlich, mein Freund. Ich war dabei, als sie starben. Nur ich habe überlebt. Anscheinend ist die Vernichtung, die wir selbst bewirkt haben, vollständig. Himmel, Hölle und Fegefeuer wurden ebenfalls atomisiert. Wenn eine Seele nun einen Körper verlässt, kann sie nirgendwo hin und muss hier bleiben, in der Metro. Eine harte, aber nicht unverdiente Buße für unsere Sünden, meinst du nicht auch? Ist da nichts zum Looten? Ratte! Was? Okay, da war ein Feuergefecht. Da war Chick. Nee, ich schau nicht hin. So.
konzentrieren. Okay. Es hält nicht lang. Das bessere Licht, sag ich jetzt mal. Gut, pass auf, ich nehme mal eine Säule vor, oder? Ja. Oh, Arschloch. Alter, wie ist denn der da durchglitscht? Bad Boys. What you want? Dieser Unglückliche stammt von der Verfluchten. Dort ist es ganz schlimm. War gerade dieses Hua! Bad Boys, what you want, what you want. What you gonna do? Okay, Khan, lass mich nicht allein hier. Warte. Munition. Ist da noch was? Nix. Schade. Gehen wir. Ja, die Pilze können auch. Alter! Was jetzt da? Was, er geht da durch ohne irgendwas? Er war ein ungewöhnlicher Mann. Aber er war wohl auch ein Mann seiner Zeit. Er bewegte sich zwischen Dunkelheit und Licht. Suchte nach Antworten, die im Schutt begraben waren. Na, coole Socke ist er schon. Das will ich ihm auch nicht abstreiten. Ich schau mal kurz, was. Kommt immer vor, als wenn es in der Kamera zu dunkel ist. Ja, aber ich finde es halt eben lustig, dass er da durchgeht ohne irgendwas. Ich sehe immer nur Munition oder Waffe oder irgendwie sowas. Und ich habe noch nicht gewechselt oder ich habe es nicht lassen. Die AK-47, obwohl sie ja theoretisch teurer ist fürs Verkaufen oder Tauschen dann. Aber ja, beim Bastardgewehr haben wir halt eben den Vorteil, dass man dann Schalldämpfer haben. Kommen. Das ist eine seltene Gabe. Nutze sie, nicht bewegen. Was jetzt? Nicht bewegen, du gehst. Nicht bewegen. Ein Irrlicht, cool. Ja, die sind gefährlich, die Viecher. Nicht bewegen, Alter, der bewegt sich volle Wäsch. Der Khan. Wir nennen das eine Anomalie, ein neues Phänomen in einer neuen Welt. Ich nenne die Dinger Irrlicht. Macht sie fertig! Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche, die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Mhm. Medipack. Hallo, Medipack. Wir sind voll mit Medipack, willst du mich verarschen? Wirklich? Wann ist das passiert? Nee, schon wieder. Zurück. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Was soll das?
Irgendwie kommt es mir vor, die halten viel zu viel aus. Oder ich bin schlecht im Schießen, keine Ahnung. Da hinten waren noch welche. Ah, sie juckt. Ja, jetzt kommt uns das Irrlicht zu Hilfe. Go, Irrlicht! Und so läuft das. Eine Live-Demonstration. Okay, weißt du was? Nehmen wir das. Schöne Musik. Halt mal. Glitzert ein bisschen zu stark. Aber gut, erst wirf aus. Vielleicht ist der hier unten sehr, sehr dunstig. Oh, wir sind bei einer Ding angekommen. Auf den Wagen. Der Tunnel vor uns sollte sicher sein. Dort kommen wir leicht hin. Was ist das? Für Waffe. Das ist, glaube ich, die. Schaut aus wie Thompson. Aber wahrscheinlich soll das nur die Vorstufe vom Bastard-Gewehr sein. Das hat jetzt gerade ausgeschaut, eigentlich wie ein. Wie ein Außenposten oder was. Aber nein, das ist eine Lore schon wieder. Immer diese Loren. Glaubst du wirklich, dass die Polis dir helfen wird? Oder gibt es sonst nichts mehr, woran du glauben kannst? Du musst nicht antworten. Ich kann auch nicht antworten. Führte mich zur verfluchten Station. Der Name war kein Zufall. Die Leute dort waren in einem endlosen Kampf ums Überleben gefangen. Die Station wird wieder angelegt. Gehen wir, Junge. Die Verteidiger können Hilfe gebrauchen. Okay. Komm, hierher! Noch ein Angriff? Ja, sie haben die äußere Verteidigung durchbrochen. Alle Überlebenden sind hier. Ich bezweifle, dass wir den nächsten Tag erleben. Wo kommen die Monster her? Wie immer aus dem linken Tunnel und von der Kreuzung. Habt ihr den Tunnel nicht gesprengt? Wir haben einen Sprengtrupp dorthin geschickt. Der ja, kam der aber nicht zurückgekommen zurück. Ist. Und sonst können wir niemanden schicken. Du willst doch deine Station vor dem Untergang bewahren, Artyom. Und hier steht der Untergang bereits vor der Tür. Wir müssen helfen. Finde die Überreste des Sprengtrupps, bring ihre Bombe so weit in den linken Tunnel, wie du kannst, und dann lauf. Die Explosion wird heftig. Die Kreuzung ist schon einmal begraben worden, aber anscheinend haben die Nosalis sich durchgegraben. In der Nähe war eine Luftschleuse, die ist wohl offen geblieben. Schließe sie oder bring sie zum Einsturz. Ich bleibe hier bei den Überlebenden. Oh, na klar. Versuche die Monster zu uns zu locken, wenn es zu viele sind. Gut, also ich hoffe mal, hier kann ich noch...
Ernsthaft, das fängt da schon an. Ich lass schießen, ich vergeud da jetzt keine Munition, für was? Ach du Scheiße. Alter, wie willst du das machen? Oder rennt das jetzt die ganze Zeit so ab? Ich schau einfach mal, weil es geht eh nur. Ja, na klar, das war. Mein, das fällt mir jetzt gerade erst auf, von wegen das Ding ist schwarz. Oder es ist he, eins von die zwei. Ich weiß schon, man sollte keine Geräusche machen, wenn die da herumgreien, aber. Alter, bitte schleicht euch. Achso, ich muss ja die Überreste finden, Entschuldigung. Genug davon. Ich habe eben das Bastardgewehr, habe ich ja hergegeben. Das ist. Fuck. Ja, ich komme da nicht rein. Na klar. Die kommen von da, glaube ich. Ne, ich muss aber davor. Fast nichts mehr. Ich sage, die kommen von da. Das ist okay. Hat das gepasst? Schaut so aus. Okay.
Schau nur kurz nach, ob ich da irgendwo was... Ja, ich warte darauf, dass die wieder kommen, weil das... Sorry, dass ich da so lang brauche, aber das bringt alles nichts da. Oh. Ich hoffe, da kommt nichts. Apropos, da haben wir eine Gas. Ja, gastechnisch sind wir eh da. Sowas können wir gar nicht. Scheiß drauf. Ich frage mich nur, kommen die von... Ja, sicherlich kommen die von da... Hallo? Fuck. Ach, Six, die brauchen wir ja gar nicht mehr. Ah, der Arsch hat's mal hingemacht. Ich. So, eigentlich müsste es der Durchgang sein, ne? Theoretisch müssten die jetzt von da aus kommen, oder? What the fuck? Arschloch. Gut, ich warte noch mal eine Welle ab. Was ist, Alter? Ich drück nicht einmal was. Ich schalte nur um auf die Waffe. Arschloch. Ja, komm. Ja. Ja, bitte, Alter. Das ist doch für'n Hugo, Alter. Das ist wirklich... Ich spüre Razzis auch, wie es braucht. So, pass auf. Wir warten hier noch einmal ab. Na, Entschuldigung, dass ich jetzt wieder einen Ausraster habe, aber mir geht es wirklich wohin. Ich schalte nur auf eine andere Waffe um. Ich bin nicht einmal in der Nähe vom Feuerknopf, Schrägstrich vom Abzug. Und der Depper, der feuert einfach die paar Kugeln, die wir haben, für das Luftdruckgewehr. Bup, 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 bup. Ich reg mich gar nicht bei den Viecher auf, weil Punkt 1, die können mich sehen und Punkt 2, die können die Witterung höchstwahrscheinlich aufnehmen, eh klar. Das... Ah,
So, wo ist der Scheiß? Da. Ich werde nicht mehr mit dir gehen. Ich werde hier gebraucht. Die Tunnels sind eingestürzt. Wenn du zur Polis willst, musst du eine Umleitung nehmen. Von hier aus kommst du zur Waffenkammer. Und danach musst du durch Stationen der Roten und der Faschisten. Gehen wir. Okay. Die Waffenkammer ist eine unabhängige Station, also kein Problem. Aber die Roten sind was anderes. So, ja, der Quatsch und sowas, jetzt hätte ich endlich Zeit, dass ich da ein bisschen was mal anschaue, was da gibt. Apropos, warte mal. Alter, bitte bleibst du dann eh stehen. Herr Kahn, ja, okay. Also der erzählt irgendwas und ich sollte wahrscheinlich seinen Namen nennen, dass mir weitergeholfen wird oder so. So, meine Herren. Das ja, wenigstens ein Medipack hier, das Beste ist gar nichts. Besser als ein Stammschell. So. Gut, es war mir ein Volksfest, meine Herren. Wir haben null. Und ich will da weiter die bessere Munition noch nicht reinhauen. Aber ganz ehrlich gesagt, zur Not frisst der Teufel die Fliegen und der Artyom benutzt die gute Munition. So, du hast irgendwas gesagt. Okay, mit ihm können wir da durch. Okay. Schaut an sich schön aus. Ein Schrein wollte ich gerade sagen. Selbst in diesen Zeiten können wir nicht die Dinge aufgeben, die uns menschlich machen. Hier kommen wir durch. Mhm. Na, sowas macht man nicht. Sowas macht man nicht. Das wär's. Rein da. Ja, ich hoffe, ich flieg nicht runter. Ich flieg runter. Alles hängt von dir ab. Von dir allein. Okay. Danke, Karl. Bis zu unserem nächsten Treffen, Artyom. Okay. Jo! Waffenkammer. In der Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik. Und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach Andrei, dem Waffenschmied. Aber er fand mich zuerst. Das ist von Metal Gear Solid, oder zumindest erinnert es mich voll stark an Metal Gear Solid. Na, was sagt das Log? Ja, na, Polis, das ist das Hauptding. Waffenkammer. Wir geben sie zur Waffenkammer und finden sie den Schmied namens André. Gut. Ja, da müssen wir außerdem eh schauen, dass wir da ein Ding hinten. Aber wenn das so ein Loch ist. Okay, noch besser. Aha, Stacheln in die Richtung. Ja, geht. Wird wahrscheinlich hier die Tür da sein.
Oder eine von den Türen. Gut, die geht nicht. Sicherheitshalber. Ja. Uiba, ich fress doch den Pilz nicht! Halt! Wer ist da? Nicht bewegen! Ich! Hey! Adjom. Alles gut! Es ist ein Mensch! Mach das Licht aus! Nun, du siehst nach einem Menschen aus! Haha, das ist es, was zählt! Komm herein, wir sind eine freie Station! Danke! Sehr mighty white of you! Burschen, wie schaut's aus? Wie geht's euch? Sei vorsichtig, Junge. Unsere freie Station steht unter dem wachsamen Blick der Roten. Verfolgungswahn heißt das neue Spiel hier. Okay. Also bleib unter dem Radar. Verstanden? Danke für den Tipp. Nur ein gut gemeinter Rat. Achso, kann man nicht drauf. Achtung, Achtung! In der Waffenkammer wird derzeit eine Ausweiskontrolle durchgeführt. Bitte bleiben Sie bei Ihren registrierten Wohnstätten und unterstützen Sie die Gesetzesvertreter bei Ihrer Arbeit. Seien Sie aufmerksam, Genossen. Der Feind schläft nie. Ich weiß schon halt eben, dass ich Banditen einschleusen, aber ich habe mir jetzt im ersten Moment gedacht, Gesicht zur Wand! Dies ist eine Inspektion! Von wegen, ja, aber nicht da. Als wenn die Mutanten vom anderen Ufer da jetzt irgendwie sich einschleusen könnten, da von einer Ausweis angewiesen waren. Dafür bin ich immer bereit. Herr Doktor, könnten Sie auch meine Prostata untersuchen? Mein Baby leuchtet so seltsam. Muss wohl die Strahlung sein. Du Freak. Zur Hölle mit dir. Dann treten Sie doch dahin, wo es Ihnen am besten. Ganz schön schlapp. Kriegen Sie nicht genug zu essen? Komiker, davon sieht man nicht viele. Dann probier mal das hier, du Knallkopf. Bah! Ist geschlossen. Ach, das war schon besser. Aber meine Grobst. Ruhe. Und wer bist du? Der Freund dieses Komikers? Hände ausstrecken. Du bist verhaftet. Ja, was soll ich denn das machen? Schon gut, schon gut. Ich komme auch so mit. Lauf, Schisse! Ich bring ihn um. Los, kommt mir nach! Los, los! Ich laufe ja. Hier! Okay, Entschuldigung, das war. Ich habe eine Patrone gesehen und musste unbedingt was haben. Aber er ist viel schneller als ich. Das ist. Und du musst ja geduckt bleiben, während die da oben fetzen. Sei vorsichtig, Idiot! Hier! Au! Ich kann mich auch nicht heilen zurzeit. Ja. Nicht hier. Dort! Halt, du Mistkerl! Wenn es in dieser Welt noch einen Gott gibt, war er an diesem Tag bei mir. Ich wurde von Kahns Freund gerettet, André dem Schmied. Und er wurde mein Ticket raus aus der Station der Kommunisten. Okay. Der einzige Weg führt aber über ein gottverdammtes Schlachtfeld. Die Front zwischen den Faschisten und den Rotten. Du brauchst eine Verkleidung. Nimm diese Overalls und ziehe sie über deine Sache.
Die Roten suchen Freiwillige, um die Befestigungen der Faschisten zu stürmen. Sie wollen gerade einen Zug voll mit neuen Rekruten direkt ins Gefecht schicken. Aber du wirst unangekündigt mitfahren. Nicht gerade erster Klasse, aber du musst auch nicht mit deinem Blut bezahlen. Sobald der Zug an der Streckensperre vorbei ist, bist du auf dich selbst gestellt. Das heißt, der hat gewusst, dass ich komme. Ne, er hat's gelesen, da. Gut, ja, einmal draufgegangen, weil man unbedingt... Und ich habe mir schon gedacht, hey Leiwand, wir kommen in eine Station rein, freier Markt und sowas, können wir uns die Waffen verbessern, beziehungsweise vielleicht eine bessere Waffe kaufen, Munition und. Wieder falsch. Hallo? Ich soll zu einem Zug. Zug um Zug. Da ist, jetzt darf ich es nehmen, sehr gut. Es heißt, jemand ist in die Station der Roten eingedrungen. Oh, wirklich? Der Typ ist alarmiert. Der Typ wird also keinen Tag dort überleben. Ja, ich meld's. Ah, hallo. Medipacks, Filter, Mask. Nehmen Sie sich ein paar. Sind immer nützlich. Ja, aber ich bin schon voll. Wie auch immer. Medipacks, Filter, Mask. Kommen Sie, schauen Sie. Kalaschnikow mit Zielobjektiv, Kalaschnikow, das haben wir doch. Sie haben genau die gleiche. Wie auch immer. Sander, werfen Sie Ihren Schrott weg. Der ist für Babys. Warte mal, Gewehrkolben, Zielobjektiv, Schalldämpfer, das wär's. Der ist für Babys. Das ist auch cool. Also Ihre Waffe ist bestimmt besser. Aber wenn Sie unbedingt voll... Das nehmen wir. Wie auch immer. Gut, wo ist denn da? Wo kriegen wir. Ah, da. Patronentausch! Ja, will ich haben. Was haben wir denn da? Da haben wir urviel davon. Könnte sein, dass wir später mal wirklich brauchen sollten, aber. Warte mal, das ist. Da haben wir jetzt aber eh schon genug davon. Die bräuchten wir. Wobei, eigentlich haben wir jetzt das damit jetzt schon gemacht. Sorry, 200 sollten reichen. Gut, Zug. Zug ist davon. Ist okay, Jungs. Er gehört zu uns. Na los, spring in das Loch, Artyom. Ich hab glaub ein... Achso, da. Gibt einen Zug. Achso, die fahren jetzt da drüber und ich... Weiß nicht, halt mich unten fest oder was auch immer. Genau. Artyom, siehst du dieses Gepäckfach? Ja. Kletter hinein. I'll try. Ah, okay. Wir kriegen den Roman also, zum Lesen derweil. Gehen wir, ja. Umdrehen kann ich mir ja nicht. Ist wirklich sicher da drin. Ich möchte nicht, dass er auf die Schienen fällt. Also das ist keine erste Klasse. Aber er ist so gut wie tot, wenn er hier bleibt. Er würde direkt zur Lubjanka wandern. Und das ist eine Einbahnstraße. Okay, aufladen. Alles okay. Jetzt liegt es an dir. Viel Glück.
Ich verhalte mich ruhig, was soll ich jetzt großartig machen? Zivilisten ist es nicht gestattet, Truppenzüge ohne schriftlichen Befehl des Kommissars zu besteigen. Versuche, einen Militärzug mit gefälschten Papieren oder durch Bestechung oder anderweitige Möglichkeiten zu besteigen, werden mit Haftstrafen wegen Verrats geahndet. Alle Mann die Plätze einnehmen! Ein Rattal. Achtung! Der Zug ist bereit zur Abfahrt. Alle Soldaten mit Marschbefehl sofort aufsteigen. Jeder Frontsoldat, der auf dem Bahnsteig ist, nachdem der Zug abgefahren ist, wird wegen Desertation erschossen. Ich bin meinem politischen... Ja! Ah, das hat mir gefallen, dass das wirklich einer gesagt hat, geh selbst zur Armee, haben sie gesagt. Hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Gut, perfekt wenigstens, dass wir jetzt da sind, weil ich habe nämlich eh darauf gewartet, dass wir jetzt zu einem ordentlichen Speicherpunkt wiederkommen, beziehungsweise halt eben zu einem neuen Kapitel. Und damit können wir jetzt Folge 5 von Metro 2033, das schauen wir mal Projekt für die Xbox 360 beenden. Fand ich ziemlich cool. Obwohl das, wie gesagt, halt eben das mit die Schwarzen, das Vorrennen an sich, die Mission an sich fand ich cool. Die Ausführung meinerseits war jetzt nicht gerade die beste wieder mal, also nicht Oscar, Oscar verdächtig oder was, ist aber auch klar. Teilweise ist es halt immer ein bisschen schwierig, das mit der Munitionsknappheit, beziehungsweise wenn es gegen diese Mutanten kämpft, ich weiß schon, die sollen mehr aushalten, aber da ist immer noch so ein Fünkchen komisch bei mir im Kampf. Dieses, wie viel halten die jetzt wirklich aus? Sicherlich werden da auch Kopfschüsse mehr zählen, als wenn es jetzt da irgendwie das Haxerl oder den Oberkörper erwischt oder was, aber da ist es nicht so gut, kommt mir da der Kampf vor, wie wenn ich gegen menschliche Gegner kämpfe, gegen die Banditen zum Beispiel oder was. Da sieht man genau, wenn man jemanden trifft, was das für Auswirkungen hat. Bei den Viechern leider nicht. Das mit diesen komischen Schattenwesen und so irgendwas, dass da so Zwischenwelt gibt, dass das Irrlicht einmal gezeigt worden ist. Ich kenne das ja schon aus Metro Exodus, da habe ich schon gesehen, von wegen, dass das nicht so toll ist. Ich kenne eigentlich auch die Irrlichter bei Baldur's Gate Dark Alliance, nur da sind die nicht so stark. Da kann man es auch vermöbeln, verdreschen. Ich glaube, sogar mit einem einfachen Holzstaberl kannst du es hinmachen. Es dauert eine Zeit lang, aber man kann sie zur Strecke führen. Und jetzt zum Schluss. Gut, das mit dem Davonlaufen, muss ich ehrlich zugeben, dass das Spiel sehr gnädig ist.
obwohl halt eben ich doch zwei Anläufe gebraucht habe, aber normalerweise denen entkommst nicht. Und irgendwas erwischt dich und du bist hin oder zumindest bist an deiner Flucht wirst dran gehindert. Aber es ist cool gemacht. Ich fand es jetzt nur lustig, dass zum Schluss in diesem Zwischenfach, wo du drin liegst, dass da noch einmal der Roman drin liegt, 2033, also auf Metro. Für das, dass er vorher schon auf dem Bett gelegen ist, das war ein bisschen too much. Aber an sich lieb gemacht, dass solche Easter Eggs halt eben drin sind oder Hommagen, Verbeugungen an den Schriftsteller. Wie gesagt, im Großen und Ganzen hat es mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Finde es jetzt cool, dass wir eine neue Waffe endlich uns gekauft haben, eine richtig gescheite Waffe. Und ich wollte jetzt nur nicht diese AK-47 auch noch mit dem... Vielleicht kaufen wir uns da später irgendwann mal eins oder wir finden eins mit einem Zielfernrohr. Nur ich möchte nicht nur Scharfschützengewehre haben oder nur Schrotflinten oder eben nur Maschinengewehre. Ich möchte die typische Abwechslung, wie du es immer hast in den ganzen Ego-Shootern, dass du ein paar Sachen hast, halt eben so Handfeuerwaffen, dann halt eben so richtige Pumperer, also eine echte Schrotflinte oder was, ein Scharfschützengewehr, ein richtiges Sturmgewehr, eine Bazooka, einen Kampfpanzer, ein Kampfhubschrauber, ein Flugzeugträger, ein Schlachtschiff, einen Todesstern und. Also das Typische, was man halt eben so findet in Ego-Shootern seit Anbeginn der Ego-Shooter. Na, aber bevor ich jetzt noch mehr Blödsinn erzähle, werden wir jetzt diese Folge beenden. Ich hoffe mal, euch hat es Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht zum Spielen. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge sehen solltet. Und vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Mensch bleiben. Tschüss. Baba. Dos vidania.